Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder, wie ich gelernt habe, in Troisdorf. Ja, ganz schlimm. Ja. Gefühlt war ja jeder fünfte Kommentar war ja, das I wird weggelassen. Es wird einfach nur Troisdorf ausgesprochen. Ja, da lassen die Troisdorfer nicht mit euch spielen. Troisdorfer. So, okay, wir sind auf jeden Fall bei Andi Subi Performance in Troisdorf und es geht heute mit Lamborghini weiter. Yes. Erstmal nochmal, freut mich richtig, dass das Ganze so funktioniert und wir jetzt hier angreifen. Genau. So, eigentlich wollen wir uns heute mit diesen Kolben beschäftigen. Mhm. Und zwar hattest du damit was vor auf dieser wunderschönen Dreiachsfräse. Genau. Jetzt ist allerdings leider auf der Dreiachsfräse gerade noch anderes eingerichtet. Ich habe aber gesagt, lasst das drin, das gucken wir uns an und zeigen euch das auch. Genau. Weil das, was du da eigentlich machst, haben wir ja bei MG auch schon mal an einem Block gemacht. Ja, stimmt. Ja. Ihr habt ja auch Gewinde gesetzt. Genau. Und zwar war das ein Upgrade von den Gewinden oder waren die kaputt und werden jetzt vergrößert? Wir werden vergrößert. Normalerweise sind hier so 11 mm Gewinde drin und das sind hier die schönen Pro Series Bolzen und wir haben da unsere eigenen Bolzen entwickelt, die eben ein amerikanisches Gewinde haben. Aber das Gute ist, ich kann es mal kurz zeigen, das passt super geil in diese Originalführung für die Bolzen. Das heißt, man muss da nicht mega viel wegbohren. Hier ist normalerweise noch eine Hülse drum. Und wir können das einfach so oberhalb so lassen. Denn zu viel Fleisch hier oben wegnehmen, ist auch nicht immer das Beste. Ah, okay, das heißt, das Loch ist original? Warte mal, ich muss mal schauen. Das Loch ist original, ihr bohrt wirklich rein oder das Gewinde auf? Nee, das machen wir nicht, aber hier zum Beispiel, diese Hülse ist original drin. Ah, okay. Und ich will aber, dass ich diese Hülse wiederverwende. Mhm. Und das passt mit dem amerikanischen 1,5 UNF-Gewinde perfekt. Das heißt, die Hülse ist jetzt gerade original oder die ist von innen schon aufgespindelt? Die ist original noch. Die ist original. Okay. Aber die Grundbohrung ist aufgespindelt. Mhm. Verstehe. Die andere Sache, die, warum ich das so toll finde, ist. Ja. Ich wollte nur einmal kurz auf diese 50 Blöcke hier eingehen. Ja, passt, ja. Ist das alles der gleiche Motortyp? Oder? Weil nee. Man sieht auf jeden Fall, es ist alles Vierzylinder-Boxer. Genau, aber ich habe ja wirklich leider so gar keine Ahnung von so. Ja, dazu kriegen wir ihn auch noch. EJ kenne ich. EJ ist aber der hört drauf. Genau, EJ ist der Kennbuchstabe und die alten Subaru Impreza STIs hatten einen EJ20, steht für 2 Liter. Die neueren hatten einen EJ25. Mhm. Jetzt gibt es noch was ganz Seltenes, das ist hier unten, da steht EJ22 drauf. Die kam wirklich aus diesen ersten WRC-Replika, da haben die so ein Sondermodell 22B gemacht und das ist was ganz Besonderes. Ja. Habe ich 3 Stück von hier. Was ist das Stabilste? Also angenommen, ich würde jetzt sagen, wir bauen 1000 PS Motor. Original? Würden wir den nehmen? Ja, normal, den würden safe. Aber wenn wir uns den nicht leisten könnten, welche würden wir dann nehmen? Wir würden hier so einen EJ20 oder EJ22 Close Stack ab Werk nehmen. Der sieht so aus. Und schau dir das mal an. Ah, da gibt es auch noch verschiedene beim EJ20. Genau, da gibt es Open Deck, Close Deck. Guck mal hier. Aber jetzt muss man dazu sagen, Open und Close Deck ist leider komplett absolutes Neuland bei uns auf dem Channel. Ja. Da können wir jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, das müssen wir irgendwie mal gesondert machen, weil das würde den heutigen Rahmen wahrscheinlich wieder sprengen. Immer nur 2 kleine Bilder hier rein. Close Deck, Wasserkanäle zu. Open Deck, Wasserkanal offen, um den Zylinder rum, um den Mantel. Richtig, und dann gibt es noch Semi-Close Deck, dann siehst du hier oben so eine kleine Verstrebung. Krass, okay. Das hatten die dann irgendwann mal gemacht. Aber wenn du was wirklich standfestes ab Werk nehmen willst, nimmst du hier so ein EJ20 Close Deck. Und der hat, guck mal, was da für eine Buchse drin ist. Ich wollte gerade fragen, ist das eine Buchse oder ist das eine Beschichtung? Oder? Das ist eine Buchse. Eine ganz normale Buchse. Brauchst du ein bisschen Licht, oder geht's? Da ist bestimmt so eine 5 mm Buchse drin. Und guck mal, die neuen, oder? Was für Material ist das, weil es so goldig aussieht? Nee, ist ein bisschen korrodiert vom Strahlen. Der Block ist frisch bestrahlt. Guck mal, die neuen Modelle, was die für dünne Buchsen haben. Da unten sieht man das hier. Warte mal, ich stecke meinen Finger durch. Also. Okay, das heißt, aber warte mal, der hier hat auch eine Buchse, auch eine Größe. Okay, das fassen wir aber mal zusammen. Die EJ-Motoren haben alle schon eine Buchse am Werk. Ja. So, das soll es auch sein mit Subaru für heute. Genau, weg hier. Genug Subaru. Doch, wir müssen noch einmal Subaru machen. Das heißt, wenn ich mir ein Subaru kaufen würde, hätten wir auf jeden Fall genug Motoren hier. Wir haben auf jeden Fall richtig Action hier. Was ist da so? Eigentlich sieht man ja Subaru auf einer Viertelmeile relativ wenig. Also ja, in Deutschland eh. In Deutschland sowieso. Genau. Und in Amerika habe ich jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht so viel von gesehen. Ein paar kenne ich, ja. Was ist da so Maß der Dinge? Maß der Dinge, das sind da so 12, 13 PS. Echt zu viel geht aber. Ja.
Aus 2 Liter Hubraummann oder 2,5? Oder noch mehr? Nee, aus 2,5 gebüxt. Aber wenn wir wirklich was noch Schnelleres bauen wollen, pass auf, auch Subaru, jetzt ist aber wirklich zu kompliziert, dann müssen wir wirklich aufhören. Das ist Subaru 6-Zylinder gebüxt. Alter, da ist immer eine fette Buchs, ne? Ja, soll ja auch was halten. Subaru 6-Zylinder gebuchst. EG33 heißt das Ding. Wurde in ganz alten Schlitten 90er Jahre einmal verbaut. Und das Ding sieht aus wie der EJ. Guck mal, das Ding sieht exakt von vorne und so oben so aus, aber es ist einfach noch. Und die haben das auch so konstruiert. Man sieht das richtig, wie die sagen, okay, warte mal, jetzt müssen wir hier noch einen Flansch mehr machen, weil hier kommt jetzt noch ein Zylinder hin. Wie ist bei sowas so Verfügbarkeit von solchen Motoren? Noch relativ gut, ja. Gibt's noch genug im Netz, so 1000 Euro. Und in dem Ding 2000 PS. Dann könnten wir mal so 6-Zylinder-Boxer haben. Käfer wäre natürlich. Okay, ja. Nee, also ich freue mich wirklich drauf, mal boxermäßig irgendwie sich das überhaupt so anzugucken. Ne? Ja. Weil mir kommt immer folgender Gedanken. Ich finde das ja bei so einem reinen Motor schon immer. Wenn du die Kurbelwelle einbaust, ist das ja schon immer so eine Sache. Ja. Aber bei den Boxermotoren, dass wir mit beiden Hälften und so zusammensetzen, stelle ich mir immer so ein bisschen tricky vor. Soll ich nur was sagen? Die Jungs bei Porsche, das ist aber geheim. Das habe ich auch von einem. Okay, ist geheim. Jetzt wissen es alle. Nein. Die Jungs bei Porsche, die haben die Bohrung, die hier ist. Diese Bohrung. Richtig Meter machen wollte. Da wird ja der Kolbenbolzen ruhig durchgesteckt. Ne? Ja, ja. Stell dir mal vor, das musst du jetzt beim Sechszylinder machen. Mhm. Da musst du ja durch. In der Mitte. Weißt du, wie die Bohrung heißt bei Porsche? Nee. Subaru-Bohrung. Aber das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Man baut ja erst Pleuel auf die Kurbelwelle. Ja. Steckt das Ganze dann zusammen. Korrekt. Und das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob man die Kolben gleich von unten da durchführt, was logischerweise nicht geht. Mhm. Weil die Lagergasse da ist, ne? Ja. Das heißt, hast du recht, es muss ja irgendwo seitlich der Kolbenbolzen durchgeführt werden. Ja. Es geht. Und wie macht man dann die Ringe drauf? Auch die, da so? Ja, die Kolbenklipse, ja. Dadurch? Ja. Also jeder, der schon mal so einen Motor zusammengebaut hat, weiß ja schon, wie unangenehm das ausgebaut ist. Weißt du, das waren immer diese Ringe, René, die rausgeflogen sind. Ja. Wenn die so reingehebelt haben, ne? Und das da jetzt durch. Oder ist das dann hier so Roller-Style, dass du die zusammendrücken kannst? Die kannst du zusammendrücken, aber ich habe auch Werkzeuge dafür, damit ich die Klipse verwenden kann bei viel Drehzahl. Das heißt, wir haben dann nicht, Moment mal, diesen Schenkel. Mhm. Weißt du, so sieht so ein normaler Subaru-Clip aus und wir sagen mal, der funktioniert so bis 7.500, 8.000 Umdrehungen. Mal da raus. So. Ja genau, so, okay, so geht das natürlich noch einigermaßen. So geht das natürlich noch, aber... Aber du sagst gerade Drehzahl, wieso funktionieren die nicht mit mehr Drehzahl? Haben die zu wenig Vorspannung oder wie? Nee, nicht die Vorspannung, aber die Massenträgheit durch diese Schenkel entstehen, sagt man dann, dass das bei mehr Drehzahl nicht wirklich gut funktioniert. Ich habe mir eh schon wirklich immer die Frage gestellt, warum man die Klipse nicht generell so baut. Ja. Weil es halt generell viel, 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 viel praktischer wäre zum Zusammenbau jedes Mal, ne? Mhm. Aber ist ja nicht so. Ja, richtig. Also zum Beispiel so ein Kolbenhersteller von Cosworth, die dann extra hochverdichtete Kolben für Subaru bauen, die bieten dann extra andere Clips an, weil die sich eben sagen, dass das bei der Drehzahl nicht mehr funktioniert. Okay. Aber dafür gibt es auch ein super Werkzeug. Ganz kurz noch. Sieht so aus. Das ist in Ehren gehalten von Onkel Funny. Weißt du, wer Onkel Funny ist? Nee. Hat er noch gebaut. Ja. Die Leute wissen, wer Onkel Funny ist. So, da kommt... Ich bin mal gespannt, wie viele Onkel Funny kennen. Also wenn ihr Onkel Funny kennt, könnt ihr ja mal... Da kommt so der Clips hier rein und dann tust du ihn so unter Vorspannung drücken. Dann kommt die Hülse erstmal in den Kolben und in den Motor und dann von hinten und einem harten Schlag, pack, ist er drin. Ah, hier, also der Ring kommt hier rein schon. Mhm. Okay. Das heißt, wenn du dann den Kolbenbolzen so im Motor größer machst, ist es richtig Baustelle, weil dann musst du auch die ganzen Löcher... Mhm. Zum Montieren und so größer machen. Ne? Ja, aber die sind ab Werk schon relativ groß, deswegen. Wie groß haben die Kolbenbolzen? Der hat einen 23 mm. Okay, ja, 23 ist. Das reicht ja. Das sind dicke Dinger. Schön. Ja, so, jetzt zum eigentlichen Thema. Ja, ich war gerade noch dran, die Gewinde für die Stehbolzen ansetzen. Das heißt, du kannst hier auf der Dreiachs einfach Block rein. Genau. Ausrichten, Knopf drücken und er schneidet die alle größer. Richtig, genau. Wir haben jetzt gerade schon den Vorgang mit dem Langbohrer, den ihr da vorne seht.
einmal das Kernloch, dann oben, das war die Fräsung für den Schaft oben. Und dann holt er sich jetzt gleich. Uwe, mehrst du sowas selber an der Maschine? Ja. Und jetzt kann ich hier an der Geschwindigkeit auch nichts mehr ändern, weil das ist fix eingestellt, dass der Vorschub und die Drehzahl eben der passenden Steigung entsprechen. Und was ich mir dabei, jetzt muss die Spindel logischerweise gleich rückwärts drehen, ne? Ja, und das ist sogar eine Sonderfunktion, die man kaufen muss bei Haas. Das ist eine intelligente Spindel, die weiß eben, dass jetzt gleich, mach mal gerade Kühlwasser aus, die weiß eben, dass jetzt gleich es wieder hochgeht. Genau, jetzt zack. Die muss quasi immer die Position der Spindel kennen. Ja. Okay, das heißt, wie viel ist jetzt in Millimetern ungefähr der Bolzen, das Gewinde größer? 1,9. Das wird doch schon ein bisschen, ne? Ja, und vor allem ist das Beste, das zeige ich jetzt gleich. Deswegen haben die Leute mich oftmals gefragt, warum hast du ein amerikanisches Gewinde da rein? Und zwar, wo ist denn der Stehbolzen? Ah, die habe ich in die Tasche gesteckt, sehr gut. Und zwar hat das Gewinde den Vorteil, dass das der Kerndurchmesser einfach 12,6 ist. Mhm. Und das nächste, was an diesem Kerndurchmesser rankommt, wäre M14. Und weißt du, was M14 ist? Habe ich da oben liegen. Ja, das gibt's. Ne? Und das passt auch nicht mehr wirklich da ordentlich rein. Das geht schon, aber ich finde es nicht so cool, weil man eben viel vom Block vor allem an den Seiten wegnimmt. Mhm. Und vor allem dann auch Köpfe des Todes aufbauen. Original arometrisches Gewinde gewesen? Ja, M11. Wie ist das bei Subaru-Motoren? Ich kenne das nur noch aus Toyota Supra-Zeiten. Da sind fast alle Schrauben Feingewinde, zöllisch und so weiter. Ist das bei Subaru auch ja, so? Ja, die haben oder? Ganz viel 1,25er Steigung bei M10. Also nicht mal eben im Baumarkt fahren und eine Schraube kaufen. Nee. Aber ich habe alles da. So, ja, während das Ding da jetzt komplett durchläuft, beschäftigen wir uns mit dem Thema Kolben. Ja. Hier hattest du ja den Wunsch, die Taschen nochmal zu bearbeiten. Genau, richtig. Es ist halt so, dass wenn wir jetzt wirklich viel Leistung hier oben drin fahren, was wir werden, ja, ist unser Plan, dann haben wir definitiv das Problem, dass so feine Kanten wie hier, solche Hitzenester. Ja, genau, so kleine Kanten wie hier so richtige Hitzenester werden und dass das safe zum Wegprallen verbrannt ist. Vor allem hier oben, wo das Auslassventil ist. Mhm. Dass man das da so stehen lässt, das ist No-Go. Mhm. Das geht nicht, das sieht man auch bei jedem Kolben, dass das nicht gemacht wird. Okay, das heißt, du sagst, die Temperatur an der Stelle wird definitiv so hoch sein, beziehungsweise die Wärmeabgabe, mhm, dass diese kleine Ecke anfängt zu glühen. Ich habe da eine wunderschöne Zeichnung von Kolben Male. Das ist so eine Dokumentation. Und da zeigen die mal, wie die Temperaturentstehung am Kolben sind an so kleinen Ecken. Okay. Können wir gleich mal zeigen. Geh mal gucken. Das ist ein Patent von mir. Kulifeder. Das ist Instandgesetz hier. Ja, Mann. Das war schon ein Jahr, hätte das so. Hier zum Beispiel, das ist jetzt bei einem Dieselkolben. Der Dieselkolben hat hier wegen der Mulde so eine relativ runde, dicke Kante. Und guck mal, jetzt Diesel höhere Verbrennungstemperaturen, aber wir haben 360 Grad hier vorne an der Kante. Deswegen machen wir jetzt aus der Geschichte hier, das müsst ihr jetzt erstmal einfach nur den Kolben vorstellen, dass das einfach nur die Außenkontur vom Kolben ist. Und da habe ich dann hier quasi von der Seite, das sind die Ventiltaschen auf der Höhe eingezeichnet. Und da ist das Coole, der eine oder andere hat es vielleicht bei mir in der Instagram-Story schon gesehen, da hatte ich geteilt, wie du diese Kolben in der Maschine vermessen hast, ne? Genau, das machen wir gleich auch. Ah, machen wir gleich auch, okay. Also wir ermitteln quasi den Nullpunkt, denn wir wollen gleich das hier machen. Ne, wir nehmen so einen kleinen Kugelfräser und fräsen einmal die Kante davon ab. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Also ich bin halt keiner, der das CNC-technisch gelernt hat, aber man macht die halt nicht mehr wie einen Zylinder. Und dann sagt man sich halt, welche Kante man abfräsen will. Hier kann man sehen, mal kurz. Dann sage ich dem eben, wo der Nullpunkt ist. Dann habe ich jetzt eben hier die Oberfläche als Nullpunkt und den Mittelpunkt des Kolben genommen. Das machen wir einfach gleich auch. Wir suchen uns den Mittelpunkt aus und dann fräsen wir die Kante ab. Würdest du das jetzt bei jedem Kolben machen oder gibt es verschiedene Materialien und Kolben, die es vielleicht eher abkönnen vom Material? Okay, also die zwei gängigen Schmiedekolbenmaterialien sind die 4032er Legierung und die 2618er. Also das ist nicht Legierung, grundsätzlich haben wir alles immer Aluminium-Silizium-Legierung. Der eine hat dann ein bisschen mehr Titan drin, der andere noch ein bisschen mehr Kupfer, der andere noch ein bisschen mehr Blei. Und das ist nur dafür da, nicht um irgendwie
die Festigkeit zu steigern, sondern überwiegend das E-Modul zu verändern, dass eben die biegsame Kraft, die, also E-Modul bedeutet ja nur Elastizitätsmodul, wie elastisch kann dieser Kolben werden? Umso elastischer, genau genommen, umso mehr Leistung, umso duktiler ist er, umso mehr Kraft kann er absorbieren oder aufnehmen, ohne dass er bricht. Mhm. So, da jetzt in der 40er, 32er Legierung relativ viel Silizium drin ist, aber Silizium ist, wissen wir, ist ja so ein Gestein und das ist relativ spröde und das macht den Kolben nicht so duktil, verwenden wir bei den High Boost Applications 2618er. 2618er hat einen ganz geringen Siliziumanteil. Was heißt High Boost bei Subaru-Motoren? Wie viel Druck fahren die so? Ja, so im Durchschnitt fahren die so diese Rallye-Autos so 2,3 Bar. Ne? Aber wenn wir jetzt auf so Dragstar-Dinger gehen, dann gibt es auch mal einen 3-Bar-Motor. Okay. Ne? Und dafür brauchen wir eben die passende Legierung. Hier weiß ich jetzt aktuell nicht ganz, welche Legierung da drin ist. Von der Optik sieht das eigentlich wie die 40er, 32er aus. Mhm. Also die weniger duktile. Da wir aber so viel Zylinder haben, hoffe ich, dass die einzelne Kraft, die auf den Kolben wirkt, nicht die höchste ist. Nicht so hoch ist, weil sich das unter den 10 Zylindern wieder so ein bisschen... Genau. Weil das darf man beim 10 Zylinder immer nicht vergessen. Während der eine Kolben ja eigentlich noch nicht ganz unten ist, gibt es schon wieder einen anderen Zylinder, der zeitgleich oben schon wieder zündet und auch schon wieder runtergeht und den eigentlich schon wieder mit runterzieht. Ne? Richtig, genau. Was du beim 4-Zylinder natürlich nicht hast. Deswegen hast du eigentlich nicht diese höchste Kraft und deswegen, denke ich, kommen wir gut mit den Kolben klar. Ich weiß, wir wollten damals möglichst ein leichtes Setup bauen, weil die Originalkolben und die Originalploll sind sehr, sehr, sehr leicht. Mhm. Damit wir nicht exorbitante Probleme beim Wuchten kriegen, haben wir geschaut, dass wir die Kombination aus Kolbenploll möglichst seriennah belassen. Mhm. Ja, man sieht das, also guck dir den Pin an. Das ist, ich habe noch nie so einen kleinen Pin gesehen. Ja. Das ist ein Rollerpin. Ja. Aber das ist halt auch, also auch von der Breite her, meinst du, ne? Ja. Der ist halt, ne? Der ist einfach nur schlank gehalten. Ja. Und dann ist der Durchmesser auch noch 1,20er, ne? So. Und so war der, ist das 1,20er? Mhm. Weil ich weiß, wir sind bei Limo irgendwann auf 22er. Ja, das ist ein 1,20er. Okay. So, also können wir jetzt eh nicht feststellen, macht doch nichts, wir haben die Kolben, wir werden sie eh einbauen, es wird wahrscheinlich eh nicht halten, zumindest nicht für immer. Ich will was bauen, ja, was heißt. Ja, wir sind einfach realistisch, natürlich. Okay. Ich würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen, diesen Motor, beziehungsweise falsch, sollte der laufen, werden wir ihn eh nach kürzester Zeit zerlegen. Habe ich immer so gar keine Probleme mit, ne? Ja. Weil lieber heile angucken, als kaputt, total Schaden und man erkennt nichts mehr. So, unser Kolben ist mittlerweile in die Maschine gewandert. Irgendeine besondere Spannvorrichtung oder hast du das einfach nur über den Kolbenbolzen nach unten gespannt jetzt? Einfach nur über den Kolbenbolzen. Das passt so. Weil du theoretisch jetzt gleich beim Einmessen eh sehen würdest, wenn er schräg steht? Nee, also das hattet ihr leider nicht gesehen. Der ist parallel zueinander. Da seht ihr diese Anschläge für die Stange. Ja. Und die ist absolut parallel zueinander, somit muss der gerade stehen. Okay. Das heißt, der steht jetzt gerade nicht unten auf dem Kolbenhemd auf? Nein. Der drückt sich. Doch, ach so, doch klar, doch, der steht auf dem Kolbenhemd ganz vorsichtig auf. Okay. Mit wenig Kraft, so dass es nichts passiert. Ja. Genau. So, als ersten Schritt holen wir uns jetzt erstmal die Höhe Z. Also wir haben drei Achsen, Z, X, Y. Mhm. Ne? Und für Höhe Z holen, sagen wir dem Ding jetzt erstmal, fahr 10 mm runter und guck mal, wann du. Und mach den Taster kaputt. Mach den Taster kaputt und sag mal, wann du was findest. So, das machen wir jetzt. Jetzt haben wir da die Höhe. Jetzt holen wir uns den Mittelpunkt des Kolbens. Die Achse Z haben wir jetzt. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal ganz grob hier so in die Mitte des Kolbens. So. Jetzt sage ich hier Bohrung ausmessen. Oder ja, hier eher gesagt den Boss hier ausmessen. Hier, wie tief er fahren soll. 12 wäre mir was ein Ticken zu tief. Machen wir mal 8,5. Und der Kolben ist ein 83er. So. Hier mit dieser Taste und dem Rädchen hier kann ich immer die Vorschubgeschwindigkeit quasi, wie schnell er von links nach rechts wird. Und das ist bei so einer Sache immer wichtig, weil ihr seht die Halter, die sind ziemlich nah dran. Jetzt holt er sich erstmal die Achse.
So, und exakt das ist jetzt der Mittelpunkt von dem Kolben. Der Durchmesser oben steht hier auch. Mhm. 82, 27. Genau, und wir sind jetzt auf der Position, also genau XY, sprich ist 0 und wir sind noch 2 mm über Kolbenhöhe. Krass, wie viel kleiner der Kolben oben eigentlich so ist, ne? Ja, das liegt aber daran, weil der Kolben so extrem beschichtet ist. Mhm. Der ist sehr, sehr konisch. Ich denke, der war mal, das war bestimmt mal ein 285er Kolben, oder? Nee. Also vielleicht der Rohling. Ja, ja. Rohling kann vielleicht sein, ja. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen, der Jürgen Runge, Picoatec, der würde uns auch gerne mal besuchen kommen. Ja, das wäre mega. Der kann da bestimmt am meisten zu sagen. Weil der ist ja Kolbenfachmann mit Geometrie und so weiter. Das ist echt eine interessante Sache. Gut, jetzt öffnen wir uns das Programm. Das habe ich jetzt hier schon gespeichert. Das ist hier auf dem USB-Stick. Und ich könnte es mir jetzt in so einer Grafik hier abspielen lassen. Das sind quasi die Zahlenkombinationen, die X- und Y-Achsen, die jetzt gleich abfährt. Mhm. So sieht das aus. Das ist für einen, der dieses Maschinchen gut bedienen kann, für den ist das, der kann das so blind lesen. Der weiß genau, okay, jetzt hier N30 ist Tool 8, dann M6 mit einer Spindeldrehzahl von 7000 Umdrehungen und so weiter. Ja, aber so viel Fachmann bin ich auch nicht. Gut. Das heißt aber, das eigentliche Fräsprogramm dafür kannst du aber schon selber. Das habe ich da umgeschrieben, ja. Ja, klar, ich meine nur so ein Typ, der den ganzen Tag an den Maschinen steht. Ja, ja, klar. So. Tür zu, wieder hier wichtig, den Vorschub runter und er holt sich jetzt erstmal Tool 8. Das wäre der Kugelkopffräser da hinten. Jetzt ist es nur der Schlichtgang, da werden wir nichts mehr hören. Das war's schon. Einfache Sache. Aber das Schöne ist halt, das ist präzise und vor allem gleichmäßig. Die Ventiltaschen sind nicht so gleichmäßig. Das heißt, theoretisch, wenn du sowas jede Woche machen würdest, dann könntest du dir jetzt noch eine Spannvorrichtung bauen. Genau. Dass die alle gleich eingespannt sind, dann musst du das mit dem einen Messen auch nicht mehr so genau machen. Oder würdest du es selbst dann noch machen? Ich würde es immer machen. Immer ja. machen. Ja, es ist jetzt bei der Sache echt nicht so wichtig, aber ich würde es trotzdem immer machen. Gucken wir uns mal gerade das Ergebnis an. So sieht das Ganze jetzt von der Seite aus. Wir haben jetzt keine Kante mehr hier. Und somit ist das Ganze eigentlich fast fertig. Genau. Das war jetzt nur so ein ganz, ganz kleiner Schritt. Wir haben noch viele Sachen zu optimieren. Aber trotzdem wieder ein cooles Video. Es wird noch jede Menge technischen Input hier geben, wie ihr mitbekommen habt. Es geht bestimmt auch mal in Richtung Boxermotor. Yes. Ja, das würde mich mal interessieren. Für 1000 Euro, dann hast du so einen 2000 PS Block. Nein. Also ja, zumindest die Basis. Aber ja, das ist genau, günstig. Ja. Aber ich glaube nicht, dass du 6-Zylinder Boxer in den Golf reinkriegst. Das wäre aber was Neues, ne? Ja, den Kofferraum mitten vielleicht. Nein, wir müssen auf jeden Fall mal so einen Boxer fahren. Mhm. Irgendwie so eine coole Kiste von euch mal, ne? Gibt es ja bestimmt einiges hier. Und ja, was machen wir im nächsten Video? Müssen wir nicht, mal gucken. Im nächsten Video geht es auf jeden Fall erstmal über die Hauptlagergasse, denn die müssen noch nachgerundet werden. Und wir wollen die Vorbereitung für die Büchsen setzen. Ne? Mhm. Ich habe erzählt, dass ich da eine Vorrichtung für diese Maschine kaufen musste. Dass ich die V-Blöcke, also ihr wisst ja, ich mache eigentlich keine V-Blöcke, aber wenn man will, kriegt man schon alles irgendwie hin. dass wir den V-Block über die Kurbelwelle spannen und quasi auf der Maschine bohren. Mhm. Ne? Und dann ist das halt cool, weil die ist auch CNC gesteuert, da so ein kleiner Computer dann und damit tust du auch X, Y, Z-Achsen einmessen und dann macht das Ding auch das von alleine. Okay, das heißt, hier muss ein bisschen was gebaut werden. Nee, und ist schon alles bestellt. Nee. Gebaut, jetzt kommt es erst. Ja. Die Hohenbrille wollten wir noch bauen. Ah, Hohenbrille. Genau, weil du wolltest ja zum Lagergasse Hohen auch die Hohenbrille schon oben drauf schrauben. Das heißt, der Motor ist in dem Moment verspannt, so wie als wenn Köpfe drauf wären. Richtig, weil ich bin der Meinung, dass wenn da die Köpfe drauf sind, dass eventuell was mit der Gasse passiert und es wäre blöd, das nicht zu machen. Das heißt, im nächsten Video könnt ihr euch darauf freuen, wie wir erstmal die Hohenbrille bauen. Yes. Und dann geht's hier weiter. Ja, genau, richtig. Tschüss.
Tschüss. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.